Hallo und herzlich willkommen zu Ausfahrt TV Tuning Spezial. Immer noch aus Oschersleben von Opels Leben 2019. Und hier seht ihr gleich meiner Meinung nach den schönsten Opel Adam auf dem kompletten Gelände. Und neben mir, nicht weniger schön, die Julie. Julie, bevor wir gleich über deinen Wagen reden, erstmal ganz kurz, wie alt bist du, woher kommst du und was machst du normalerweise? Ich bin 29 Jahre alt, ich komme aus Fulda. Ich bin im Verkauf tätig, ich arbeite bei der Firma New Yorker. Und ja, das inzwischen seit 2011. Ja, das ist auch beständig. Wie lange habt ihr denn schon den LMS? Den haben wir jetzt seit 2015, den haben wir neu gekauft. Und ja, seitdem einige Veränderungen vorgenommen. Ich wollte es gerade sagen, ich sag mal so, ich glaube nicht, dass bei diesem LMS noch eine Schraube irgendwo original geblieben ist. Deswegen gucken wir uns den jetzt einmal in Ruhe an. Verraten. Ich sehe, ihr habt eine ganze Menge lackiert. Auch Teile, die vorher quasi original und auch schon lackiert waren, habt ihr nochmal genommen und trotzdem überlackiert. Aber was hat das mit diesem Johnny Blue auf sich? Johnny Blue hat es damit auf sich. In Robert und meiner Kennenlernphase gab es oder gibt es noch diese Band Gestört, aber geil. Die hat damals das Lied von Lena Valaitis gecovert. Und dieses bestimmte Lied Johnny Blue hat damals 1981 den Grand Prix gewonnen übrigens. Und dieses Lied hat uns ein bisschen angetan, das haben wir sehr zelebriert, sehr gefeiert. Und als wir uns das Auto gekauft haben, war klar, dass er blau wird, weil Robbys Lieblingsfarbe blau ist. Und ich habe dann relativ spontan gesagt, wir nennen das Auto Johnny Blue. Okay, also hat der Wagen Spitznamen bekommen. Das ist ja heute gar nicht mehr so gang und gäbe, dass Autos Spitznamen bekommen. Ich bin ja schon ein bisschen älter, bei uns gab es damals die Badewanne, es gab die Ente, es gab den Käfer und. Und jetzt haben wir hier Johnny Blue. Aber ich sehe das richtig, ihr habt alles auseinandergenommen, ihr habt eigentlich alles lackiert, nochmal neu, ne? Korrekt, alles. Und das quasi beim Neufahrzeug. Ganz genau. Ist schon verrückt. Bevor wir gleich einen Blick unter die Haube werfen, schauen wir uns aber jetzt einmal die Seite an. Denn hier ist auch nochmal was ganz Spezielles. Ich weiß gar nicht, welche Räder normalerweise beim Opel Adam S montiert sind. 18 Zoll? 18 Zoll. Hier, das da sind? 19 Zoll. 9x19 Zoll mit 2,15, 35, 19. Das sind natürlich ganz, ganz schmale Räder. Und ihr seht es hier schon, da ist wirklich kein großer Abstand mehr. Wie habt ihr den so schön tief gekriegt? Wir haben einen KW-Variante 3 eingebaut und ja, zum alltäglichen Fahren schrauben wir das Auto dank dem Gewinde halt immer etwas hoch, dass es, sobald meine Bodenwelle kommt, dann eben einfach nicht schleift. Und original ist er höher eingetragen und für die Treffen schrauben wir ihn einfach runter, dass es schöner aussieht. Also klassischer Show-and-Shine-Effekt. Ganz genau. Ganz wichtig ist bei der Tieferlegung, ihr müsst nicht nur auf die Radfreigängigkeit achten, sondern auch auf die Mindesthöhe bei den Scheinwerfern. Die muss nämlich immer 50 cm betragen. Die haben wir hier aber locker. Hier sehe ich getönte Seitenblinker und dann natürlich überall Farbakzente. Das ganze Fahrzeug glänzt und glitzert. Und jetzt kommen wir hier nochmal zu was ganz Besonderem, aber ich packe deinen Wagen gar nicht an, das machst du mal schön selber. Öffne doch mal bitte die Tür, gerne. Denn auch da ein Tuning-Trend, der immer wieder zu sehen ist, hier auch auf dem Opel-Treffen. Jetzt könnte man denken, die geht ganz normal auf, aber nee, wir haben hier die Scherentüren verbaut. Die Tür geht nämlich nach oben auf. Das sind die LSD-Doors, ne? Korrekt, allerdings gibt es für dieses Auto keine LSD-Doors original zu kaufen. Das heißt, wir haben die LSD-Doors vom Corsa D genommen und haben alles Marke-Eigenbau nochmal umgebaut, haben neue Löcher gebohrt, haben alles neu verschweißt, in Absprache mit unserem TÜV. Und ja. der hat das dann auch so eingetragen? Ganz genau. Ja, perfekt. Besser geht's gar nicht, denn auch solche Veränderungen müssen natürlich vom TÜV abgenommen werden. So, beim Heck, da sieht man nämlich was ganz Besonderes. Und damit meine ich gar nicht den serienmäßigen RMS-Heckspoiler, den ich persönlich übrigens sehr attraktiv finde. Auf jeden Fall. Sondern ich meine das Heck da unten. Was habt ihr denn da gemacht? Original ist der Heckdiffuser wesentlich kleiner und hat auch nur eine Aussparung für den Auspuff. Jetzt wollte ich aber persönlich
ein Doppelrohrauspuff. Und da haben wir uns dafür entschieden, vom Corsair OPC den Heck Diffuser, also da gibt es so eine Art Ansatz, den kann man kaufen und den haben wir dann in die Heckstoßstange eingearbeitet. Das heißt also, ihr quasi das Plastikteil mit Plastik einschweißen lassen? Genau, wir haben das alte Teil entfernt und haben das neue einschweißen lassen. Die Auspuffanlage, die ich hier sehe, eine Duplex-Anlage, ist von welchem Hersteller? Von Friedrich Motorsport. Das heißt, ihr habt hier eine Gruppe A quasi abcut. Ganz genau. Und der klingt auch ganz gut, hören wir uns gleich noch an. Aber vorher würde ich sagen, steigen wir mal ein. Jetzt muss ich ein bisschen aufpassen, ja, dass die Tür öffnen, dann kommt irgendwann Widerstand. Genau. Und da kommt er und dann kann ich die Tür öffnen. Und ganz ihr seht, genau. Also ich bin ganz vorsichtig, nicht zu weit. So, steige ich mal ein. Uiuiui. Zack, darunter. Klasse. Ja, auch hier so. Habt ihr eine ganze Menge lackiert. Ganz genau, ja. Eigentlich so ziemlich alles. Wir haben den kompletten Innenraum neu beledern lassen. Der Himmel ist normalerweise grau. Den haben wir komplett mit Alcantara beledert, haben unser Johnny Blue Logo eingearbeitet. Wow. Hier haben wir normalerweise so ein nicht schönes Plastik-Gummi-Gemisch. Das haben wir auch beledern lassen, war nicht ganz einfach. Aber sehr saubere Stichnähte hier, ja. Ne? Das hier alles lackiert. Ganz genau. Warum habt ihr das hier oben nicht lackiert? Würdest du sehr spiegeln? Das würde zu sehr spiegeln, ganz genau. Da muss man natürlich auch aufpassen, dass man halt, wenn man hier in dem Bereich was macht, wenn man da zu sehr mit Lack arbeitet, dann kommt wirklich dann diese Spiegelung und die Störung in der Frontscheibe. Das wird dann zu sehr ablenken, glaube ich auch. Das Lenkrad ist auch bezogen. Ganz genau. Das Lenkrad ist von meinem Lenkrad. Das haben wir aufpolstern lassen, auch mit Nähten versehen. Das originale Lenkrad ist nicht hässlich, aber meiner Meinung nach nicht sportlich genug und dem haben wir dann einfach ein bisschen Sportlichkeit verliehen. Ja, finde ich super. Jetzt sieht man es bei dir gerade ganz schön, weil die Tür noch offen ist. Ihr habt eine ganz, ganz großartige Anlage hier verbaut. Ja. Deswegen kann hinter uns auch keiner mehr Platz nehmen. Ganz genau. Aber die Anlage schauen wir uns gleich nochmal an. Aber sag mir mal, bevor wir gleich uns die Anlage anschauen, beim Fahren. Du hast gerade schon gesagt, ihr schraubt den im Alltag so einen Ticken höher. Damit kannst genau. du grad, fährst du den wirklich im Alltag? Im Alltag direkt nicht. An die Arbeit habe ich ein anderes Auto. Aber sobald die Sonne scheint, ist es schönes Wetter. Wir wollen einen Ausflug machen, dann wird Johnny gefahren. Dann wird Johnny gefahren. Wie oft wäschst du Johnny? Im Schnitt einmal die Woche. Also jeden Samstag ist quasi ganz genau. Waschtag. Und du bist natürlich auch Partner, das kannst du ruhig sagen, vom? Von Sonax. Von Sonax. Und hier oben, könnt ihr mal gucken, hier ne, steht es geschrieben. Das ist Wind Racing? Ganz genau, ja. Und das ist das Unternehmen von deinem Freund? Ganz genau. Oder Mann? Freund. Noch Freund. Hat er noch keinen Antrag gemacht? Doch, wir heiraten in knapp 8 Wochen. Ja, guck mal, wenn das nicht besser. Und dann habt ihr quasi mit Johnny Blue schon euer Baby. Wir sitzen auf den originalen Sitzen. Richtig, aber das auch sind die habt ihr aufpolstern lassen. Genau, das sind die originalen Recaro-Sitze, die haben wir aufpolstern lassen. Die Nähte sind hier original weiß. Mhm. Und ja, weiß hat nicht zu blau gepasst, das heißt, einmal bitte neu. Sag das mal kein Schalker, dass weiß nicht zu blau passt oder den Freunden vom HSV. Aber jetzt muss ich unbedingt da hinten noch mal einen Blick reinwerfen. Gerne. Jetzt muss ich da ganz vorsichtig sein, Tür auf. Guck mal, ich konnte auch so aussteigen. Das geht auch, ja. Gibt 2 Wege, wie ich hier rauskommen könnte. So, jetzt musst du mir einmal unbedingt den Kofferraum zeigen. Aber gern. Wow. Kannst du das eigentlich beziffern? Ich möchte gar keinen Geldwert wissen. Ich möchte einfach nur wissen, wie viel Arbeitszeit hier drin steckt. Puh, das kann ich dir gar nicht genau in Zahlen sagen. Das waren Monate, die hier reingeflossen sind. Das glaube ich. Weißt du ungefähr, wie viel Leistung hier verbaut ist? In etwa, also wir kommen nicht ganz an die 4 kW, aber ein bisschen was drunter ist es. 4 kW. Wie sich das anhört, das können wir euch natürlich gar nicht zeigen, aber wie sich der Wagen anhört, das können wir uns zeigen. Aber vorher schauen wir uns mal den Motor an. So, jetzt darf ich mal sagen, dass du mir die Haube öffnen darfst. Gerne. Ja, was sehen wir da? Wir sehen auf alle Fälle auch wieder eine ganze Menge Farbe. Richtig, ja. Und ein 1,4 Liter Motor mit serienmäßig 150 PS. Aber was habt ihr hier drunter versteckt? Richtig, serienmäßig 150. Wir haben jetzt 207. Wie habt ihr das geschafft? Dank Chiptuning und einem großen Ladeluftkühler. Das macht sich bemerkbar beim Ansprechverhalten wahrscheinlich auch. Genau, und den großen Ladeluftkühler brauchst du, um so viel Leistung fahren zu können, sonst geht einfach alles kaputt. Ja, da ist so wenig Platz natürlich dann auch. Ja. Ihr habt, wie gesagt, alles schon lackiert, was man hier, glaube ich, lackieren kann. Da sehe ich noch ein bisschen Chrom. Ist noch ein bisschen was geplant? Auf jeden Fall. Der Motorraum ist, so wie er jetzt ist, noch nicht mal im Ansatz fertig. Mhm. Da haben wir noch sehr, sehr viel geplant. So viel will ich auch nicht verraten.
aber das wird definitiv noch wesentlich schöner. Ein ganz, ganz schönes Detail. Auch hier ist Johnny Blue versteckt und ich glaube, das war ganz schön aufwendig, oder? Das war ziemlich aufwendig. Das Originalteil ist aus einer Art Pappe. Mhm. Und die beledern zu lassen ist sehr schwierig, weil sich das Material dann biegt und wir haben das mit einem Harz versiegelt und stabil gemacht und dann anschließend beledert. Also ihr seht schon, hier ist der Teufel wirklich im Detail versteckt. Und jetzt würde ich sagen, steig doch einfach mal ein und zeig uns mal, wie er klingt. Alles klar. So, während Judy einsteigt und den Motor startet, kann ich ja nochmal sagen, bei den Opel-Fahrern sind diese Friedrich-Auspuffanlagen ganz, ganz beliebt, weil die so gut klingen. Und hört euch das mal an. Nicht vergessen, der Ton kommt hier wirklich aus dem 1,4 Liter Motor und das finde ich, das klingt richtig sonor. Mein Respekt hat das verdient. Mensch, Juli, schade eigentlich, dass es jetzt so herrliches Wetter ist. Den Wagen hätte ich auch gerne mal bei Dunkelheit gesehen, weil ich habe gerade noch gesehen, ihr habt hier alles Mögliche noch beleuchtet, Monitore drin. Das kommt natürlich jetzt gar nicht so richtig gut zur Geltung. Das ist richtig. Aber was wir bei Ausfahrt TV Tuning im Format immer so haben, wir stellen nachher noch ein paar Fragen. Mhm. Ja, die erste Frage wäre eigentlich, aber ich glaube, ich weiß die Antwort schon. Was ist eigentlich dein Traumfahrzeug? Dieses Auto. Dieses Auto. Wir könnten mal so einen Counter langsam machen bei den ganzen Ausfahrt TV Tuning Folgen. Wie viele Besitzer tatsächlich gesagt haben, dieses Auto? Wenn ich dir aber jetzt sagen würde, weißt du was, du hast einen Wunsch frei. Du darfst dir noch ein weiteres Fahrzeug wünschen. Was wäre das? Ein weiteres Fahrzeug, ganz egal was. Ja. Ein Dodge Challenger. Die Frau hat Geschmack. Opel, Ausstattungsleben. Dann wie vieltes Mal ist das jetzt? Cool. Ich fahre her seit 2008. Also quasi dein 11. Mal. Mein 11. Mal, wow, du sagst das. Mein 11. Mal. Über ein Jahrzehnt. Ja, hättet ihr eigentlich letztes Jahr Jubiläum feiern müssen. Und du hattest gerade gesagt, Johnny Blue ist 1981, hat das den Eurovision Song Contest gewonnen. Richtig, ja. Jetzt hat Deutschland natürlich in diesem Jahr so semi-gut abgeschnitten. Richtig, ja, leider. Also ich glaube, dass definitiv dein Wagen hier Pokalpotenzial hat. machst du mit beim Showenschein? Leider nein, dadurch, dass ich dieses Jahr wie letztes Jahr als Bewerter agiere. Ah, dann darfst du nicht. Darf ich mich leider nicht selber bewerten. Ja. Aber jetzt bist du ja eine Bewerterin, das heißt, du weißt ja genau, wo meine Zuschauer da drauf achten müssen. Auf was guckt ihr denn, wenn ihr so ein Fahrzeug bewertet? In erster Linie auf jeden Fall auf Sauberkeit, auf ich persönlich auf eine durchgezogene Linie, dass der Wagen irgendwo ein Konzept vertritt. Dass es nicht zu bunt ist, dass es trotzdem Spielereien hat und natürlich auch viele Kleinigkeiten. Und natürlich Verbandskasten und Warndreieck, ob das auch vorhanden ist, das wird nämlich tatsächlich gecheckt. Wenn ich dir jetzt die Frage stelle, nächstes Jahr bist du wieder dabei, dann sagst du sowieso ja, da brauche ich glaube ich gar nicht fragen. wenn ich dich aber jetzt die Frage stelle, was ist denn nächstes Jahr mit Johnny Blue? Du hast schon gesagt, unter dem Motor passiert noch ein bisschen was, aber hier seid ihr doch komplett fertig. Du kannst dich doch hier gar nicht mehr austoben. Das ist richtig, aber ich neige dazu, Ideen zu haben, die schnell umgesetzt werden müssen. Mein zukünftiger Ehemann kann davon ein Lied singen. Und ja, wer weiß, was noch passiert. Wer weiß, was noch passiert. Und ich weiß, was jetzt passiert. Jetzt schreibt ihr nämlich hier unten drunter, wie ihr den Opel Adam von der Julie findet. Und ich sag einfach mal, vielen Dank fürs Zuschauen. Habt ihr Fragen oder Anregungen, unten kommentieren. Ansonsten gerne ein Like da lassen, Abo, die Glocke nicht vergessen. Bis zum nächsten Video, euer Jens. Ciao. Ciao.